sind vorgerichtet. Hier bringt die Handwerkskammer junge Syrer, Eritreer und Iraker unter, für die heute in Zollenroda ein Berufsvorbereitungsjahr begonnen hat. Dafür hatten sich im Landkreis Greiz 50 Asylbewerber interessiert. 16 von ihnen sind nun beim ersten Kurs dabei. Zum Beispiel Mohammed Hashmi. Der Syrer will nach dem Krieg in seine Heimat zurück. Er ist froh, jetzt ein Handwerk erlernen zu können. Bei allen, die mitmachen, ist ihre Identität schon überprüft. Und sie alle sind bereits als Arbeitssuchende registriert. Deshalb kann für sie die Arbeitsagentur Gera Altenburg einen ausführlichen Sprachkurs finanzieren. Die Handwerkskammer für Ostthüringen nimmt die Asylbewerber für die Berufsvorbereitung unter Vertrag. Diese Vorleistung sei bisher einmalig in Deutschland, hieß es heute. Erstmals beteiligt sich auch die Rotary-Bewegung. 100.000 Euro gibt Rotary International dazu für Seminare mit den Flüchtlingen. Sie müssen Werte vermittelt bekommen, die wir in den letzten Jahrhunderten in Europa uns angeeignet haben, auch nach vielen Kriegen. Und diese Werte vermittelt Rotary. Eine Urkunde zu bekommen, noch ist das für sie ungewöhnlich. Aber sie wissen schon, das Papier eröffnet die Chance, sich wirklich in ihrem Zufluchtsland zu integrieren. Sie haben jetzt über ein Jahr Zeit zum Deutschlernen, zum Reinschnuppern in verschiedene handwerkliche Bereiche, zum Austesten, wer zu welchem Unternehmen passt. Also für uns ist es natürlich gut, wenn wir den technischen Hintergrund sehen, dass die Migranten Voraussetzungen mitbringen Richtung Naturwissenschaften, dass sie das Gefühl für Technik haben. Wir erleben das hier in einem Holzkabinett. Speziell für mein Unternehmen heißt das Metallbau und technische Kompetenz. In Ostthüringen haben 65% aller Handwerksbetriebe bei einer Umfrage signalisiert, dass sie grundsätzlich bereit sind, Flüchtlinge auszubilden. Die Berufsvorbereitung macht das leichter, sind vorgerichtet. Hier bringt die Handwerkskammer junge Syrer, Eritreer und Iraker unter, für die heute in Zollenroda ein Berufsvorbereitungsjahr begonnen hat. Dafür hatten sich im Landkreis Greiz 50 Asylbewerber interessiert. 16 von ihnen sind nun beim ersten Kurs dabei. Zum Beispiel Mohammed Hashmi. Der Syrer will nach dem Krieg in seine Heimat zurück. Er ist froh, jetzt ein Handwerk erlernen zu können. Bei allen, die mitmachen, ist ihre Identität schon überprüft. Und sie alle sind bereits als Arbeitssuchende registriert. Deshalb kann für sie die Arbeitsagentur Gera Altenburg einen ausführlichen Sprachkurs finanzieren. Die Handwerkskammer für Ostthüringen nimmt die Asylbewerber für die Berufsvorbereitung unter Vertrag. Diese Vorleistung sei bisher einmalig in Deutschland, hieß es heute. Erstmals beteiligt sich auch die Rotary-Bewegung. 100.000 Euro gibt Rotary International dazu für Seminare mit den Flüchtlingen. Sie müssen Werte vermittelt bekommen, die wir in den letzten Jahrhunderten in Europa uns angeeignet haben, auch nach vielen Kriegen. Und diese Werte vermittelt Rotary. Eine Urkunde zu bekommen, noch ist das für sie ungewöhnlich. Aber sie wissen schon, das Papier eröffnet die Chance, sich wirklich in ihrem Zufluchtsland zu integrieren. Sie haben jetzt über ein Jahr Zeit zum Deutschlernen, zum Reinschnuppern in verschiedene handwerkliche Bereiche, zum Austesten, wer zu welchem Unternehmen passt. Also für uns ist es natürlich gut, wenn wir den technischen Hintergrund sehen, dass die Migranten Voraussetzungen mitbringen Richtung Naturwissenschaften, dass sie das Gefühl für Technik haben. Wir erleben das hier in einem Holzkabinett. Speziell für mein Unternehmen heißt das Metallbau und technische Kompetenz. In Ostthüringen haben 65% aller Handwerksbetriebe bei einer Umfrage signalisiert, dass sie grundsätzlich bereit sind, Flüchtlinge auszubilden. Die Berufsvorbereitung macht das leichter.